Die Kamera läuft, das Licht ist an, ich habe Lampenfieber. Ich zittere ein bisschen, ich schwitze, ich fühle mich wie gelähmt. Puh, was mache ich jetzt? Ich habe den Faden verloren. Es gibt Möglichkeiten, diese ganz schrecklichen Gefühle in Power und ich möchte fast sagen in Lebensfreude zu verwandeln. Es beginnt ganz simpel bei der Atmung, weil die Atmung ja die Basis für alles ist, für die Stimme, für unseren Ausdruck. Wir lernen, unseren ureigenen Atemrhythmus zu finden. Und die Kunst ist es, das passieren zu lassen und das nicht zu behindern. Paris? Ja! Paris! Ja. Wir haben hier Bühnensituation, Scheinwerfer. Das heißt, wir üben sehr viel den Anfang, das Auftreten, diesen ersten Moment, dieses auf die Bühne gehen, sich hinstellen und das Publikum sehen. Wenn ich es schaffe, mich selbst in Ruhe zu lassen, dann kann ein Auftritt ein Genuss sein. Ich stehe plötzlich vor Publikum und bin entspannt. Ich atme ganz normal. Ich kann es nicht fassen, aber ich atme und lebe, fühle mich sogar wohl. Letztendlich geht es ja darum, dass man auf sein Potenzial zurückgreifen kann, das man ja hat. Wir haben alle Fähigkeiten in uns und wenn wir die wecken und auf die zurückgreifen können, verschwindet die Angst auch immer mehr. Das ist eine sehr schöne Erfahrung. Und man muss sich dazu entschließen, sich zu erlauben, dass es auch leicht gehen darf. Und wenn man sich diese Erlaubnis gibt, dann geht es leicht. Und wenn man sich die Erlaubnis nicht gibt, dann gebe ich sie.